herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Hallo. Was machst du da? Ich bin beim Schild. Okay, auf jeden Fall sind wir heute wieder zurück in Minecraft Hardcore. Mich freut es übrigens extrem, dass es euch so gut gefällt. Und ich hoffe, ihr habt natürlich die letzte Folge gesehen. Du darfst mich nicht mehr angreifen. Das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Also, es war in der letzten Folge echt ein bisschen brenzlig am Ende. Da waren wir am Nether. Und da waren auf jeden Fall Epics Hunde dabei. Und Moment mal, ich habe denen gerade noch ein bisschen Fleisch gegeben. Die müssten jetzt auf jeden Fall lieb sein. Vor allem, er kommt... Oh! Warum machst du das? Die gehen mich anknurren. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn los mit dir? Ich wollte gucken, ob sie lieb sind. Das ist echt nicht lieb. Okay, auf jeden Fall, am Anfang würde ich gerne noch was Neues hinzufügen bei Minecraft Hardcore. Nämlich würde ich immer gerne 3 Kommentare vorlesen von euch, die uns vielleicht helfen. Und zwar ist der erste Kommentar von Rico Troje. Und der hat geschrieben, Cutter zu den Striders, da sind diese Schmolldinger. Also wir merken uns auf jeden Fall, diese Schmolldinger sind Striders. Viele haben auch geschrieben, wir können auf den reiten. Ist mir nicht bewusst gewesen. Können wir dann auf jeden Fall mal machen. Da kann man dann durch Lava reiten. Weiß nicht, ob man irgendwas Großartiges dafür braucht. Auf jeden Fall, das war der erste Kommentar. Warte, warte, Epic, wir kommen die zweiten Kommentaren erstmal. Wir haben hier was. Was denn? Ein Babyhundi. Oh, Epic. Ich greife dich an. Auf jeden Fall, der zweite Kommentar ist von der Scarlett. Sie gibt uns nämlich den Tipp, habt immer ein goldenes Rüstungsteil an, sonst greifen euch die Pikdings an. Der geht mich angreifen, Epic. Oh, nein, nein. Ja. Stehen bleiben. Das ist doch... Ich glaube, das ist nicht gut, dass wir Hunde haben. Ich glaube, oh, da sind Endermänner wieder. Ach, Mann. Okay, und der dritte Kommentar ist vom Anton. Und er schreibt als Tipp, oh Gott, er knurrt schon wieder, ihr könnt den Golem mit Eisen heilen. Und das ist vielleicht gar nicht so unpraktisch, wenn unser Eisengolem überhaupt noch hier lebt. Auf jeden Fall sind es die ersten Kommentare gewesen. Wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei sein wollt, schreibt gerne einen hilfreichen Kommentar dabei. Und ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall erstmal reingehen. Heute machen wir ein bisschen Diamant-Action. Und ich würde sagen, ich habe nämlich ein bisschen Lust, das Haus hier zu erweitern, dass wir das ein bisschen größer machen und vielleicht könnten wir sogar von unserem Zuhause aus eine kleine Mine nach unten bauen, dass wir immer dann vom Haus aus sozusagen Diamanten farmen könnten, weil wir brauchen auf jeden Fall eine Full-Dia-Rüstung und mein Inventar ist so unorganisiert und dein Hund geht immer noch knurren, das ist dir bewusst, oder? Ja, der macht aber jetzt nichts mehr. Ja, bist du dir da ganz sicher? Ich wäre jetzt mal fast gestorben wegen dir. Ja, aus Versehen. Ja, aus Versehen, ne? Okay, also, Moment mal. Dafür brauche ich auf jeden Fall... Wie macht man Sandstein? Vier Sand. Und Karte, was wir auch auf jeden Fall machen müssen, ist das Nether-Portal umzubauen. Ah ja, genau, das wollten wir auch noch machen. Oh, ihr guckt mich so an. Hier, willst du ein bisschen Fleisch? Wir wollen kein Fleisch. Okay, dann würde ich sagen, wir könnten auf jeden Fall hier so eine Mine oder einen Gang nach unten bauen. Dann müssen wir, wenn zum Beispiel Nacht ist, nicht immer irgendwie großartig runterlaufen oder so. Beziehungsweise oben rumlaufen macht eher Sinn. Okay, dann gehe ich mich mal nach unten graben. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo Diamanten finden. Und ich verspreche es euch, wir gehen heute am Ende nochmal kurz in den Nether, aber in den neuen. Weil das neue Abteil wird dann wahrscheinlich ein bisschen besser gelegen sein als zwischen dem Lavasee. Epic, weißt du, was wir hier haben? Als ob, wir sind einfach unter einer Wasserhöhle. Oh, das ist cool. What? Ach du Jemine. Oh. Ich hab Enderman, glaube ich, gehört draußen. Oh mein Gott, ich habe Angst, dass ich hier... Nee, ich glaube, mir ist das zu riskant. Ist das eine gute Idee? Nein, ist es nicht. Nein. Ja, ich glaube auch nicht. Dann gehe ich mich mal noch ein bisschen weiter runterbauen. Vielleicht finde ich ja trotzdem noch irgendwie, keine Ahnung, keine Unterwasserhöhle, also eine normale. Weil ich glaube, ertrinken ist auch nicht so nice hier im Hardcore-Modus dann. So, bitte Wasser hier mal weg. Alles klärchen. Katja. Hab ein Geschenk für dich. Geschenk für Katja. Gut. Moment mal. Das Diamantschwert? Bitteschön. Oh, soll ich dir meins geben? Ja. Oh, danke. 3, einfach 3. Was? Das ist heftig. Schau mal, wie es heißt. Oh, es hat einen Namen. Ja. Schau.dreamtime.de. Könnt ihr gerne vorbeigucken. Okay, aber wir sind hier eigentlich auf einer guten Höhe. Wir sind auf Höhe 14. Das bedeutet, wir könnten uns eigentlich hier auch schon ein bisschen strip-minen. Oh, ich höre Lava, glaube ich. Oh, hier ist auch Wasser. Das gibt's doch nicht. Als ob hier überall Wasser ist. Okay, Moment, bei Karte. Oh, nee. Wir brauchen auf jeden Fall die Diamanten noch vielleicht für eine Diamantspitzhacke und auf jeden Fall für Diamanten. Für Rüstung, okay. Aber brauchen wir noch richtig viele Diamanten insgesamt. Oh, die Höhle ist nicht so gut. Direkt unter unserer Base. Weil eine Unterwasserhöhle ist echt nicht so nice.
Ja, das stimmt. Vielleicht geht's hier nochmal ein bisschen weiter. Aber hier ist so viel Wasser. Hier wird überall Wasser sein. Ich habe eine Lavahöhle gefunden. Mit Lapislazuli. Ah, oh, sehr gut. Vielleicht sind da Diamanten. Ah, kann sein. Ich guck auch nochmal ein bisschen. Ich bin hier. Hast du einen Wassereimer? Ja, habe ich. Oh, das ist ja gut. Oh, aber, hast du noch ein bisschen Eisen zufällig? Nee, glaub nicht. Hier ist Lapislazuli. Okay, sind hier irgendwo Diamanten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Apple, ich bin bei deinem Lavasee. Hallo. Hi, okay. Diamanten? Nee, bis jetzt sehe ich noch nichts. Aber es wäre eine gute Höhe. Hier ist Redstone. Aber ich sehe keine Diamanten. Okay, ich sehe Eisen. Ich sehe Diamanten. Genau bei dir. Genau, wenn du dich... Bitte, bitte, krab dich runter. Nein, 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 warte. Geh dich dahin führen. Krab dich mal in die Wand rein. Weil du bist viel besser. Einfach so da, wo du gerade bist. In meine Richtung. Okay. Siehst du meinen Namen? Nein. Oh. Sorry, ich sneak auch. Hier, guck mal, hier bin ich. Hier? Ja, ich komm zu dir. Okay. Ja, okay. Hallo. Du bist so eine Ecke um den Diamanten. Nee, fast. Ja, richtige Richtung. Richtige Richtung. Oh, Diamanten. Nice. So muss das. Oh, ich hab sie. Oh, sehr gut, Kater. Das sind richtig viele. Echt? Ja. Nice. Als Ort. Okay, die dürfen auf keinen Fall in die Lava plumpsen. Nee. Das können wir auf jeden Fall noch ein bisschen zubauen. So, die aufsammeln. Oh, sehr gut. Und ja. Zack. Mal gucken. Ich habe insgesamt 8 Stück. Das ist gut. Okay, das ist schon mal ein Anfang. Wir brauchen zwar irgendwie, glaube ich, 30 für jeden, wenn nicht sogar mehr, aber das ist schon mal was. Heftig, wir sind ja in einer richtig nicen Höhle, vor allem. Oh, Minenschacht! Minenschacht, ja. Doch, Minenschacht, da findet man aber auch oft viele gute Dinge. Da ist die Kiste, Ja, vielleicht ist da ein Sattel drin für Eldorado. Oh. Wow, das kann sein. Oder Diamanten. Aber wahrscheinlich nicht so viele, deswegen lieber ein Sattel. Das stimmt. Oh, Creeper hinter mir, ich hab mich so erschrocken. Oh, ich höre den sogar. Ab ihn. Katte, wir müssen auf jeden Fall auch, wir dürfen auf jeden Fall unseren Ofen nicht vergessen mit dem Eisen drin. Ja, ich sehe Diamanten. Ich sehe Diamanten, gut. Wir haben Diamanten. Aber ich glaube, hier sind Spinnen. Nee. Alle nice. Diamanten abbauen. Ein Diamant. Ist das nur einer? Nee. Wird weggestellt. 2, 3, sind 4. Ja. Au. Okay, nice. 4 Diamanten für mich. Sehr gut, Gacha. Oh, hier ist Gravel. Oh, nicht schon wieder Gravel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pass auf dich auf, ne? Okay. Sehe ich hier noch ein paar? Gold habe ich auch noch. Ich habe auch Gold. Ja. Sehr nice. Diamanten! Als ob du auch Diamanten gefunden hast. Wo? Ich sehe sie da hinten. Ja. Bei den 2 Creepern. Bitte, pass auf, dass da, wenn er... Hast du einen Wassereimer? Ja, aber bitte, lass mal lieber da drüber laufen. Weil, platzier den hier. Ach so, weil... Ja, warte. Weil wenn da jetzt dann irgendwie ein Skelett ist... Hier drauf platzieren. Ah, hier drauf? Ja, und jetzt kannst du wieder wegmachen. Dankeschön. Moment mal. Ich glaube, du kannst dich hier rund durchgraben. Oh! Au. Oh mein Gott, es tut mir leid. Sorry. Oh, Katja, Moment mal. Okay. Ach du Jemini! Nein, renn. Nicht, dass die Diamanten auf jeden Fall kaputt gehen. Du hast recht, ich bin dir. Okay, die kommen nach. Hast du einen Bogen? Ja, aber ja, ich habe Pfeile auch. Hab getroffen. Aber hab nicht getroffen. Hab keine Pfeile mehr. Ach so, hör auf! Oh mein Gott. Alles gut. Den haben wir. Ist hier noch einer? Ja, so instant hier ist keiner, glaube ich. Da drunter ist Lava. Okay. Warte mal, ich mache mal ein Loch Wasser? Rein. Soll ich Wasser? Warte. Jetzt. Oh. Oh. Hier? Jetzt. Oh, das ist sehr gut. Okay, was ziehst du wieder? So, okay. Achtung, Moment, bei da drunter ist ein Block. Ja, okay, den kann ich abbauen. Okay, alles klar. Dann kann ich den sicher abbauen. 4 Diamanten noch. Oh, 5 Diamanten. Ist da drunter Lava? Nee. So, und oh Gott, wenn du da noch reingefallen wärst. Oh Mann, warum sind denn hier so viele Creeper, bitte? Ich bin mir nicht ganz sicher und... Kater, pass bloß auf. Ja. Die können ja auch explodieren, wenn sie genug Abstand haben von mir aus. Ja. Zwar nicht so nice wie die Rüstung, aber ich meine, wir haben gerade... Ich schaue mir hier mal die Kiste an. Ja, wir haben gerade... Okay, das ist ein goldener Apfel und ein bisschen Kohle. Boah, ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwie lagge und dann irgendwie das nicht hinbekomme. Ist der tot? Nee. Gleich. Und bye-bye. Okay, schön. Als ob, ich wollte gerade einfach vorbeilaufen und ich habe Diamanten gesehen. Ich hab ungelogen die ganze Zeit da reingeschaut. Oh mein Gott, Epic, ich habe 4 gefunden. Oh, sehr gut. Hallo, Gata, Moment mal. Hallo. Vielleicht gibt's da hinten noch mehr Diamanten. Hä? Warum habe ich denn nur... jetzt habe ich 8. Oh Gott, ich dachte schon, die hätten nicht geladen oder so. Okay, ich denke, wir haben schon ein paar. Ich weiß nicht, ob das reicht für die Folge jetzt erstmal. Wenn du möchtest, kannst du gerne hier noch ein bisschen... Obwohl, ich weiß nicht. Willst du mir den Wassereimer kurz geben? Ja, den kann ich dir geben. Guck mal, bitteschön. Ja, aber eigentlich sollten wir wieder dann zurücklaufen auch, oder? Ich weiß nicht, ob es so klug wäre, wieder, Gott.
hier sterben, ey. Das wäre es jetzt. Ich glaube, es wäre nicht so klug, wenn wir uns nach oben bauen würden und es Nacht ist. Vor allem mit den ganzen Endermännern, die zurzeit hier rumlaufen. Ach, stimmt. Okay, ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich was finde. Da oben ist schon wieder dieser... Hä, was ist denn mit diesem Zombie los? Er ist weg. Au. Er macht auch andere Geräusche als andere. Ich verstehe das nicht. Ich höre irgendwas Komisches. Weiß nicht ganz, was es ist. Ich grab mich jetzt nach oben. Ich hoffe, hier ist irgendwo Lava und sonst irgendwas. Kat, ich sehe dich unter dir. Hier, hallo, ich bin gleich bei dir. Was heißt denn hier? Ach, du baust dich hoch. Ja, siehst du mich unten in der Erde? Oh, ich bin da mal so schlecht drin. Ich sehe dich da oben. Ich sehe dich da nirgendwo. Ich komm zu dir. Ja, ich bleib da stehen. Dann können wir zusammen wieder zum Dorf laufen. Ja. Hier ist auf jeden Fall noch ein Dings von uns, ein Crafting Table. Oh, ich bin so nah, ich bin echt gleich bei dir. Das ist ja richtig nice. Das ist nice. Okay, dann können wir auf jeden Fall zu zweit wieder zurücklaufen. Okay, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Aber wo bist du? Ah, da hinten sehe ich deinen Namen. Hallo. Oh ja, du kommst direkt aus... Da ist schon ein Loch. Hallo? Effi, geil! Hallo, ich buddel mich hier durch. Guck mal. Und sag, nice. Sehr gut. Okay, also... Oh, da hinten ist sogar schon... Oh. Das ist unser Dorf. Als ob... Ja, okay, wir sind ja von unserem Dings aus gestartet, ne? Stimmt. Von unserer Base aus. Okay, mal gucken. Hallo, Pferdlis. Na, was geht? Okay, dann, ich wollte jetzt auf jeden Fall, wenn du möchtest, kannst du mal ein bisschen hier, oh, dein Hund, ne? Voll Respekt vor denen. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen mal einsortieren. Ich gehe auch einsortieren. Hier regnet's. Okay, dann gehe ich auf jeden Fall mal mein Inventar ein bisschen sortieren, beziehungsweise hier mal alles reinmachen. Die Diamanten, wie du die da auf... Wir haben so viele Diamanten. Oha, okay, alles klar. Ich habe hier ein bisschen Eisen noch, Quarz. Quarz, was sag ich da? Ich habe Gold noch dabei. So, das Gold schmelzt sich. Hier wird auch noch geschmolzen. Brot habe ich. Ich habe Eisen. Okay. Netherrack. Netherrack brauchen wir gar nicht. Naja. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier ein bisschen Sand abfarmen. Dann machen wir ein bisschen Sandstein. Und dann gucken wir mal, wie wir das so ein bisschen schöner hinbekommen. Es ist eigentlich schon schön. Ich werde es bestimmt ein bisschen hässlicher machen. Vielleicht können wir auch eine kleine Farm machen hinten dran. Ich weiß nicht, gerade sieht bei uns das Essen ja ganz gut aus, aber vielleicht sowas wie eine, ja, so eine Weizenfarm oder sowas wäre vielleicht ganz, ganz gut. Brauchen wir noch ein bisschen Erde. Ich guck mal, was wir da machen können. Dadurch, dass wir ja schon ein Haus von Natur aus haben, fällt es mir ein bisschen schwer, da meine Kreativität freien Lauf zu lassen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall hier auch noch eine Tür. Ja, sieht doch schön aus. Haben wir auf der anderen Seite die gleiche Tür? Nee, komm, dann ändern wir die auch einmal ganz kurz. Wir hatten, glaube ich, hier unsere legendäre Doppeltür. Okay, so und so. Dann kommt das hier einmal... Oh, ich vertraue dir nicht. Dann kommen die einmal hier hin. Sieht doch ganz süß aus. Dann haben wir auf jeden Fall so ein bisschen... Ja, weiß nicht ganz. Erde. Erde habe ich sogar ein bisschen. Wir könnten auf jeden Fall dann hier so eine kleine Farm machen. So eine Gemüsefarm für die healthy Sachen in unserem Leben. Leider gibt es keine Avocados. Aber dann kommt hier so ein Zaum drumherum. Schokoladenfarm. Es gibt keine Schokoladenfarm. Nur im Dschungel. Da gibt es auch nur Kakao. Stimmt. Ja. Oh, wir Cookies. Brauchen unbedingt ein bisschen Kakao und Cookies. Ja, oh. Das wäre nice. Hast du noch meinen Eimer? Ja. Kannst du mir den mal ganz kurz geben? Dann kann ich hier ein bisschen Wasser reinfüllen. Dankeschön. Hallo, guck mal, bitteschön. Dankeschön. Danke. Genau vor deinem Hund. Mhm, ich sehe schon. Okay, also, die ist jetzt noch nicht groß, ne? Die Farm. Da lässt sich noch was machen. Bisschen Sand und alles. Okay, zack und zack. Dann hier noch was. Wenn du möchtest, kannst du auch schon mal das Nether-Portal verschieben. Dann gebe ich dir mal die Diamantspitzhacke. Kannst du einfach eins nach hinten machen. Ich glaube, ein Feuerzeug habe ich auch noch. Okay, so. Eine Hake brauche ich auch noch. Und das muss ja halt viel größer werden. Dann können wir wirklich so ein, ne, so ein bisschen größer. Oder wir machen so ein Abfallen. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Ja, das machen wir so. Okay, schau mal, Karte. Das Obsidian-Portal habe ich jetzt auf jeden Fall abgebaut. Jetzt habe ich hier wieder 10, naja, Obsidian. Und ich würde sagen, ich platziere das mal ganz da hinten hin, dass es sehr, sehr, sehr weit weg ist von dem vorherigen. Ja. So und so. Moment mal, vielleicht hier vorne hin. Okay, ich gehe hier nochmal eine Hake gleich machen, ein bisschen Wasser kommt hier generell auch rein und ich brauche glaube ich nochmal eine Spitzhacke. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Feld, also nicht wundern, hier ist so eine Etappe, hier ist eine Etappe und hier wird eine größere Etappe sein. Ach, da hinten bist du! Feuerzeug! Ah, ja, kann ich dir geben. Einzünden. Okay. Oh, ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Wollen wir direkt gucken, wo wir rauskommen? Ja. Okay. Oh je. Oh gut, bis gleich. Oh nein, ich habe Angst. Oh, wir könnten irgendwo... Oh, wir sind hier doch gerade auch. Das war doch schon unseres. Oh, das sind die Striders. Jetzt weiß ich, wie sie heißen. Ich muss es nochmal umbauen. Oh nein. Oh, du Armes.
Hä, aber genau an derselben Stelle. Das ist ja interessant. Vielleicht braucht man, also die Idee vom Epic ist, dass wir jetzt hier komplett nochmal neues Obsidian farmen müssen. Also wir können das auch erstmal nochmal recherchieren und dann beim nächsten Mal machen. Nicht, dass es jetzt unnötigerweise ist und man braucht doch irgendwie 13.000 Blöcke, bis dann man an einem neuen Ort ist. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Ich hole mir auf jeden Fall jetzt trotzdem nochmal ein bisschen hier hinten ein paar Sachen, ein paar Seeds und so. Wir haben ja auch rote Beete, können wir auch behalten. Obwohl Brot ist schon das Beste eigentlich. Naja, okay. Das ist, und dann können wir auch noch Melonen mitnehmen. Dann haben wir ein paar Felderchen auf jeden Fall. Okay. Ja, dann, das ist jetzt doof mit dem Nether auf jeden Fall. Oh, da unten. Oh, was ist da unten los? Hast du, guck mal nach da unten, da ist richtige Party. Da ist nicht nur ein bisschen Party, da ist richtig, richtig Party. Die stellen sich gerade auch gegenseitig weg. Oh. Wow, das sind richtig viele. Ja, deswegen. Vielleicht droppt eine Schallplatte. Oh. Ich habe hier auf jeden Fall ein bisschen an den Farmen hier gearbeitet. Hier kommt eine Melonenfarm hin und generell kommt hier dann nochmal eine größere Weizenfarm hin. Das machen wir aber dann irgendwann. Ich habe leider keine Erde mehr. Oh. Ich bin voll die Lügnerin. Ich habe ein bisschen Erde noch. Gut, dann mache ich das jetzt ja auf jeden Fall noch. Und dann würde ich sagen, war es. Sorry. Oh Gott. Ich hab immer wieder Angst vor deinen Hunden, wenn das passiert, ne? Okay. So. Dann machen wir das auf jeden Fall hier so weiter. Und dann würde ich sagen, wir holen beim nächsten Mal dann zusammen Obsidian. Können dann nochmal ein bisschen recherchieren. Ja, wo wir dann irgendwo anders rauskommen. Weil das ist wirklich kein guter Ort. Wir können da nichts machen. Also. Und über Lava bauen, da sehe ich uns auch nicht. Deswegen würde ich sagen, ich mache das hier noch fertig und sag euch schon mal Tschüss. Das heißt, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wo bist du, Epic? Ich will nur mit dir Tschüss sagen. Hier, hallo. Was heißt hier hallo? Ah, hallo. Okay. Also, schaut beim Epic vorbei, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und gebt uns gerne ein paar Tipps und Tricks. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.